Täglich informieren wir Sie im Pokal TV über die Highlights des Spiels des Tages beim Tekkon-Pokal. Das Spiel des Tages wird Ihnen präsentiert von SSK Schraubenschmied, Ihrem Partner für Handwerk, Industrie und den anspruchsvollen Profi-Heimwerker. Spielminute auf dem Bismuth-Shadowplatz erhöht der TV Neidlingen auf 4:0. Der VfL Kirchheim bitte zur Passkontrolle. Lutzki-Bau. Bauen mit Leidenschaft seit 1981. Jungs! Immer mit Bildung, Alter! Anzeige, Flo!
Schlusspfiff auf dem Nebenplatz TSV Weilheim. Mit einem erfolgreichen Start ins Turnier 7:1 gegen den TSV Auen. Die Spielstatistik wird Ihnen präsentiert von Fischer, dem Männermodehaus in Kirchheim. Sehen und hören Sie nun die Interviews nach dem Spiel des Tages. Ja, neben mir steht jetzt der Benny Geiger, Trainer im ersten Jahr beim TSV Weilheim, Neutrainer. Jetzt habt ihr gerade eben 7:1 gegen den TSV Auen gewonnen. Ich glaube, es war ein Spiel nicht ganz auf Augenhöhe. Da hat euch der TSV Auen nicht hundertprozentig gefordert. Trotzdem konntest du irgendwelche Erkenntnisse gewinnen? Ja, man kann aus jedem Spiel irgendwelche Erkenntnisse ziehen. Und man muss auch erstmal 7 Tore schießen gegen einen unterklassigen Gegner. Von dem her war ich heute über weite Strecken zufrieden mit dem Spiel, auch wenn natürlich noch viel Luft nach oben ist. Auch wenn wir mit Sicherheit im Turnier noch wesentlich mehr gefordert werden. Aber für das erste Spiel und für den Einstieg bin ich damit sehr zufrieden. Super. Du musst einen kleinen Ausblick. Wie geht es jetzt weiter beim Tekken-Pokal und dann später in der Runde? Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, ich meine, wir spielen daheim im Tekken-Bode. Wir sind die höchstklassigste Mannschaft. Von dem her erwarten viele von uns relativ viel. Aber ich kann das schon auch realistisch einschätzen. Und natürlich wollen wir so weit wie möglich kommen. Und unser Anspruch ist es auch, so weit wie möglich zu kommen. Aber das muss man einfach sehen, wie sich das dann entwickelt. In so einem Turnier kann immer vieles passieren. Ja, das haben wir bei der WM gesehen. Ein Spiel, ein schlechtes Spiel, dann ist man draußen. Von dem her gehe ich fest davon aus, dass wir auf jeden Fall den Samstag natürlich erreichen. Und natürlich wollen wir gerne auch den Sonntag mitnehmen. Aber das muss man dann schauen, wie dann mit neuen Samstag laufen. Wenn ich glaube, das sehen wir uns auf jeden Fall nochmals. Dann wollte ich noch ein bisschen nachhaken, auf was die Runde anbelangt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut und wir sehen uns. Alles klar, vielen Dank. So, neben mir steht Rainer Ziegelin, Trainer im ersten Jahr beim TSV Auen. Rainer, jetzt habt ihr gerade eben 7:1 gegen einen übermächtigen Gegner, den TSV Weilheim, verloren. Trotzdem, wie fällt dein Fazit aus? Hast du ein paar Erkenntnisse gewinnen können? Ja, Weilheim hat eigentlich so gespielt, wie ich es meinen Spielern eigentlich sage. Und wie gesagt, sie sind gelaufen ohne Ende, aber es ist einfach gegen so eine Qualität nichts zu machen. Es war ein ordentliches, faires Spiel. Gegenüber letztes Jahr gab es das Gott sei Dank bei Weilheim keinen Verletzten. Und wie gesagt, 7:1 ist auch standesgemäß. Also kann ich nur beipflichten, ich war ja ausnahmsweise gefilmt. Ich fand es echt toll, dass du immer wieder reingerufen hast. Entschuldigt euch, gebt euch die Hand und so. Und es ist einfach das, was eigentlich so ein Fair Play wollen wir alle sehen und dafür gut ab. Ja, Tekken-Pokal ist das eine. Wie sieht es für die Runde aus? Was habt ihr euch da vorgenommen? Ja, Runde wird sehr schwierig für uns. Wir kriegen jetzt, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, Auer jetzt Flutlicht nächsten Monat, dass das Auer auch ein bisschen aufgewertet wird. Dann ist unser Ziel einfach zwischen Platz 1 oder 2 bis 4 zu spielen. Wenn alles verletzungsfrei bleibt, wird es mit Sicherheit reichen. Aber wie gesagt, es ist viel, viel Arbeit, aber ich bin jetzt seit 2 Monaten dort und die Jungs, die machen es mir also wirklich sehr, sehr leicht. Perfekt, ein tolles Schlusswort, Rainer, und wir wünschen dir alles Gute fürs Turnier jetzt, aber auch später für die Runde. Mach's gut. Danke dir, gell? Und TSV Weilheim als Ausrichter eine super Sache.